Wir haben gerade Fieber gemessen bekommen. Das passiert zweimal am Tag, ja, also morgens abends. Und abends. Schauen wir, dass wir heute Veganisches dabei haben. Ich weiß, schon komisch ist, wenn man so halt darüber nachdenkt, das wollte ich gerade auch dass sagen. Man halt nicht raus kann. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Die erste Nacht in der Quarantäne ist vorbei. Ja, haben auch sehr gut geschlafen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Frühstück bekommen und das ist praktisch hier so ein All-Inclusive-Service vom Hotel. Und das zeigen wir euch gerade mal. Also das Essen kommt immer in so einer Papiertüte und das wird dann vor die Tür gestellt. Es wird geklopft, dann ziehen wir uns den Mundschutz an. Das Personal hat das Essen vor die Tür gestellt. Die gehen dann wieder hinten an die Ecke und wir holen uns das Essen dann rein. Und ja, heute Morgen haben wir Obst bekommen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das müsste Markensirup sein und Joghurt, Beeren, Kaffee mit dem Saft. Wir haben gerade Fieber gemessen bekommen. Das passiert zweimal am Tag, ja, also morgens abends. Und abends. Und ja, alles okay. Alles gut. Geht auch ganz schnell dreimal piepen und dann, no Fieber, hast du gesagt. Und weg war sie schon wieder. Das sieht auf jeden Fall auch schon richtig gut aus. Wir haben uns unter anderem für das Pullman Hotel entschieden, weil die halt eine vegane Karte haben. Das ist halt nicht in allen Hotels so. Ja, es gibt Salat, Obst und das hat Daniel schon ausgepackt, das ist Blumenkohl. Ein bisschen schwarz geworden. Aber riecht sehr riecht gut. Auf jeden Fall auch sehr gut. Und ja, der Nachteil ist natürlich, dass alles in Plastik eingepackt ist. Ne? Das können wir uns leider nicht aussuchen. Das ist ja auch eine Vorschrift wegen der Infektionsgefahr. Genau, wir müssen auch den Müll extra einpacken und alles rausstellen. Genau. Also, ja, also wir können jetzt nicht sagen, wir wollen das nicht mit dem Plastik, sonst haben wir nichts zu essen. So, welch eine Überraschung. Wir sitzen immer noch im Zimmer. Ja, Decke fällt uns eigentlich auf den Kopf. Wir sind den ganzen Vormittag am Arbeiten, jetzt auch gerade am Nachmittag noch. Und jetzt ist gerade der Afternoon Tea, heißt es, glaube ich, oder? Reingekommen. Gibt es immer irgendwie einen Snack. Gestern gab es Frühlingsrollen und Salat. Und gerade ist es, oder ich zeige es euch mal, wieder eine Menge Obst. So schaut es jetzt aus. Einmal gemischtes Obst mit ein paar Bananenchips hier noch dabei. Dazu noch Kaffee. Und das war's. Leute, jetzt ist es noch gar nicht so viel her. Draußen wird es gerade zwar schon dunkel, aber dass wir jetzt eben was gegessen haben, jetzt knistert das gerade schon wieder vor der Tür und jetzt gleich gibt es, glaube ich, schon wieder Essen. Ja, ich glaube, wir rollen am Ende der zwei Wochen hier raus. Ich glaube echt, das ist, da müssen wir doch mal Bescheid sein, dass das zu viel ist. Irgendwo mal zwischendurch so ein Fruchtsalat weniger oder so, weil wir haben schon drei Stück jetzt von heute und einen von gestern auf Vorrat. Wenn wir die jetzt nicht wegkriegen, also dann muss es auf jeden Fall weniger werden. Das hätten wir aber echt nicht gedacht, oder? Es ist aber gut, also dass es nicht zu wenig ist. Man kann es ja dann abbestellen. Ja. Aber ja, wenn wir jetzt so einen Jetlag verarbeitet haben, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Sport machen. Ja. Vielleicht geht aber auch die Tage mehr rein. Also einen Tag probieren wir es morgen noch aus, wie viel es ist. Und wenn es dann immer noch zu viel ist, dann auf jeden Fall weniger. Weil ich esse ja generell eigentlich mehr als Jesse. Aber ja, im Moment ist es zu viel immer noch. Ja, jetzt sitzen wir immer noch hier und arbeiten.
Und es geht uns auf jeden Fall gut, also ja. Uns fällt noch nicht die Decke auf den Kopf. Ja. Passt, bis dann. Aber ist ja auch erst der erste Tag, der richtige. Schauen wir mal. So, schauen wir mal, was jetzt in der Wundertüte drin ist. Wieder ein Salat. Das da unten. Weiß ich noch gar nicht, was es ist. Mal schauen, ob ich das mit einer Hand aufkriege. Gemüse und ich glaube unten drunter ist noch Reis. Oh, das riecht aber sehr gut. Dann ist da noch eine Soße bei. Die ist hier oben drauf. Und nochmal Früchte. Also. Ja, bald sehen wir aus wie so eine Frucht, glaube ich. Eine Pomelo. Pomelo. Keine Angst, wir werden euch jetzt nicht in jedem Video nur mit Essen zu spammen. Im nächsten Video erzählen wir euch dann wahrscheinlich erstmal, welche Unterlagen nötig waren für die Einreise, wie der ganze Ablauf war und. Aber jetzt im ersten Video wollten wir euch einfach ein bisschen hier im Zimmer mitnehmen und euch mal zeigen, was es so zu essen gibt, weil wir haben es selber nicht so gut erwartet, denn heute zum Beispiel gibt es, was ist es? Pizza mit Käse, veganer Käse sogar, richtig krass. Muss ich mal schauen, wie es aussieht. Nicht schlecht. Not bad, würde ich sagen. Schmeckt es auch gut, oder? Ja? Der Boden jetzt nicht so, finde ich nicht so gut, aber der Käse ist ganz gut. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Und was noch drin? Eine Suppe da. Tütchen und eine Suppe. Noch eine Suppe. Heute Abend gibt es wieder Suppe, oder? Und das für mich als Suppenliebhaber. Ketchup. Ja. Die Thailänder machen nämlich immer Ketchup auf die Pizza. Ja. So sieht hier im Hotel die vegane Karte aus. Steht hier oben auch, glutenfrei sogar und vegan. Aber uns ist es wirklich extrem zu viel Essen. Deswegen müssen wir da jetzt erstmal ein bisschen editieren und Sachen wegstreichen. Weil wir schaffen das echt einfach nicht alles zu essen. Wir wollen natürlich nichts wegwerfen. Und jetzt gucken wir erstmal die Karte durch für die nächsten Tage. 16 Tage insgesamt können wir hier aussuchen. Und dann schauen wir mal, wo wir kürzen werden. Mal ausgewählt, dass wir einige Sachen nicht haben wollten. Eigentlich hatten wir jetzt hier das Nachmittagssnack oder den Nachmittagssnack abbestellt und trotzdem ist er gekommen. Jessie lacht mich schon wieder aus da hinten. Kaffee ist auch dabei, den wollten wir auch, aber den Rest eigentlich heute nicht. Aber naja, trotzdem ist es hier und diesmal gibt es ein Special, nämlich hier im Bananenblatt auch so eine Bananenspeise drin und Jessie hat oder beziehungsweise einer von uns hat hier noch so einen Kokosjoghurt dabei, der riecht auch echt gut. Bevor wir euch jetzt gleich von unserem ersten Eindruck erzählen, wie es uns hier gefällt, wie alles so ist, ist die nächste abendliche Runde Essen gekommen. Heute eine Suppe, die schmeckt ähnlich wie ein Curry, aber die ist extremst scharf. Also selbst ich, der echt scharf gerne ist, sehr gerne sogar, der ist gerade schon am Feuerspeien. Ich glaube, für Jessie ist es nichts. Und dann gibt es hier noch Partei soll es sein. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Riecht und schmeckt gut, aber ein bisschen scharf. Ja, unser erster Eindruck ist auf jeden Fall insgesamt sehr, sehr gut, muss man sagen. Bis jetzt fällt uns nach 2 Tagen halt die Decke noch nicht auf den Kopf. Oder jetzt sind es ja eigentlich schon 2,5, ne? Ja. Kann man sagen. Und wobei, ja, ich muss kurz noch was dazu sagen, wobei es schon komisch ist, wenn man so halt darüber nachdenkt, das wollte ich gerade auch dass sagen. Man halt nicht raus kann. Es ist auch seltsam, irgendwie in einem Hotel zu sein und man hört einfach nie Menschen. Irgendwie haben zwar Menschen um uns rum hier, also andere Leute in Quarantäne,
aber die hört man einfach nicht und du hörst eigentlich nur die Leute, wenn sie am Flur sind, die dir das Fieber messen, wobei wir gerade noch ein Fieberthermometer bekommen haben, zwei, besser gesagt, um das hier selber zu machen. Ansonsten hört man nur die Leute, die das Essen bringen oder mal irgendwie Mülltüten abholen oder so. Ansonsten ist es einfach totenstill hier im Hotel selber. Und das ist echt kurios. Aber sonst, Essen ist halt richtig gut, muss man sagen. Das haben wir nicht gedacht, weil wir haben vorher im Internet uns erkundigt wegen ASQ Hotels. Da gibt es so Facebook-Gruppen. Es gibt so viele Hotels und da ist die Auswahl gar nicht so leicht. Und bei uns fiel es dann aber relativ leicht, würde ich sagen, wegen dem veganen Essen. Da gehen wir im nächsten Video nochmal genauer drauf ein. Ja, dann machen wir euch mal eine kleine Roomtour, erzählen euch, was das kostet und... Ja, warum wir uns dafür entschieden haben und, und. Naja, auf jeden Fall sind wir vom Essen extrem happy. Die Leute, die paar, die man hier sieht, die sind auch extrem nett. Also ich denke, die sind auch relativ froh, dass wir da Gäste kommen, weil eine Zeit lang auch hier alles brach lag, kann man sagen. Und alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, es ist erst Tag 2 von insgesamt 16 Tagen, 15 Nächten. Ich denke mal, wir werden die Tage wieder berichten, wie es uns dann geht. Vielleicht ist es nach einer Woche anders. Aber nach einer Woche dürfen wir ja auch mal kurz raus. Genau, nach 5 Tagen nicht müssen wir den ersten Test machen. Und danach ist es dann so, wenn der negativ ist, dürfen wir auch in die Pool-Area. Nicht in den Pool, sondern halt nur ringsrum, ein bisschen spazieren, eine Stunde am Tag. Ja, das war's dann. Und dann geht die Zeit hoffentlich schnell rum, würde ich sagen. Ja. Genau, ja, diesmal war es einfach mal so ein erster Einblick, viel mit dem Essen, wie das hier so ist und die Tage sagen wir euch auch mal genau, was wir dann genau den ganzen Tag hier so machen. Vielleicht wissen wir es auch noch gar nicht selber, weil ich möchte auf jeden Fall mal ein bisschen mehr trainieren. Heute bin ich schon ein bisschen durch die Bude hier gewandert, aber viel Platz ist ja nicht. Ja, aber schon mehr Platz als hier so ein kleines Zimmer. Das auf jeden Fall, aber ich meine, jetzt, man kann hier nicht richtige Trainingssessions hinlegen oder so. Jo, ja, das so sieht's auch, aus. Aber jetzt nicht ins Gym. Das stimmt wohl. Aber ihr merkt schon, wir müssen selber noch so ein bisschen einpendeln. Ist halt auch für uns eine ungewohnte Situation, wobei wir genug zu tun haben. Von daher wird es wohl alles gut hinhauen. Ja, deswegen lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Genau, bis dann. Gut. Ciao. Ciao.